sympathischer, bodenständiger Typ, oder? Ja, mich hat es generell interessiert. Ja, also ich habe ihn jetzt nicht danach gefragt, aber ich habe ihn halt so mit seiner Mannschaft verfolgt. Ich habe ja auch als Trainer 4-4-2 gespielt, auch ähnliche Philosophie, sehr viel Disziplin in der einzelnen Position und ja, und deswegen hat es mich schon mal interessiert, ja, wie er so auf mich wirkt, so im ersten Eindruck und so. Und ich habe eigentlich sehr, sehr positives Gefühl gehabt nach dem Gespräch, dass er auch im Prinzip eine junge Mannschaft auch weiterbringen kann. Das haben auch, glaube ich, unsere Fans, wenn wir in den Chats immer so ein bisschen die Nachrichten, die Kommentare verfolgen. Viele sind sehr positiv überrascht auf jeden Fall von ihm, weil er, das kannte man jetzt nicht so unbedingt aus seiner Wolfsburger Zeit, aber er verströmt hier eine unglaublich positive Aura. Er ist auf dem Trainingsplatz eigentlich ständig am Lächeln und ja, also versprüht hier sehr positive Vibes. Hast du schon ein bisschen die neuen Spieler anschauen können, das neue Spielermaterial, was wir da haben? Nee, leider noch nicht. Ja, wie das die jungen Leute machen, ich gucke mir den einen oder anderen Spieler mal über Videos an, in YouTube oder so. Genau. Und ja, kriegt man schon ein bisschen Eindruck. Es sind schon interessante Spieler dabei. Klar sind die Videos so zusammengeschnitten, dass jetzt nichts Negatives über den Spieler irgendwie zu sehen ist. Aber ja, sind interessante Spieler dabei, die vor allen Dingen eine gute Geschwindigkeit haben, eine gute Technik haben. Und ich bin mal gespannt, wer sich durchsetzt, weil der Spielerkader wird ja noch, man hat ja gesehen, Boré, Lindström, das sind Spieler dabei, die sicherlich auch für die erste Mannschaft eingekauft werden. Ob sich der eine oder andere Spieler dann doch unter die ersten Elf ja, mischen kann, beziehungsweise sich da durchsetzen kann, das wird interessant werden. Ja. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Verletzungen zu tun, gerade wenn du aus dem Ausland kommst, ist ja hier die Trainingsstreuung eine komplett andere. Und deswegen muss man sich auch da erstmal dran gewöhnen, akklimatisieren. Und ja, da hoffe ich, dass ja gerade die jungen Spieler dann auch ohne Verletzung durchkommen. Ja, wir sehen hier schon, dass unser Trainertrio schon direkt voll ins Training eingestiegen ist. Oliver Glasner, das haben wir jetzt von ihm selten so gesehen. Er steht gerade noch so ein bisschen abseits, schaut sich das Ganze erstmal an. Sein Assistent Michael Angerschmidt und Ronald Brunmeier, die leiten das aktuell so ein bisschen an. Ja, vielleicht lässt du uns da mit deiner Expertise einfach ein bisschen teilhaben. Ich glaube, es werden jetzt erstmal so ein paar Passübungen hier einstudiert, ne? Genau, ich habe ja eben gerade erfahren, dass gestern ein sehr anstrengendes Training war, dass wir im Prinzip, dass die Mannschaft schon ein bisschen kaputt ist noch gestern von den Trainingseinheiten. Und ich denke mal, das ist jetzt hier gerade für ja, das Gewöhnen wieder an den Ball, an ja, dass man so ein bisschen die Stiffness, die Steifheit so aus den Knochen bekommt, so ein lockeres Passspiel, lockere Eingewöhnung an den heutigen Tag. Passt natürlich ganz gut dazu, dass so gleich der Nieselregen ist, der Ball besser läuft im Passspiel. Ja, und da geht es ein bisschen um Ballgewöhnung. Auch der Druck vom Ball am Fuß, dann für die Oberschenkel und so, für die Muskulatur ist halt immer auch ja, wichtig, dass man sich daran gewöhnt und im Prinzip so ein kleiner Einstieg in den Tag. Wie ist das als Profi, wenn du sagst, sich auch an den Ball gewöhnen? Das ist ja diese Saison wieder ein neuer Spielball. Derby Star hat da ja ähnlich wie du heute mit deinem Hemd farbtechnisch einen kleinen Tupfer gesetzt. Ja, ja, danke. Wie ist das? Also merkst du das als Profi dann auch wirklich, wie sich der Ball auch Saison für Saison verändert? Also musst du dich auch zu Saisonstart auch an den neuen Ball tatsächlich gewöhnen? Na gut, früher war es ja so, dass im Prinzip jede Mannschaft einen anderen Ball hatte als Heimspielball und so musstest du dich ja schon vor dem Spiel, hast du meistens die Bälle dann schon bekommen, hast ein, zwei Trainingseinheiten mit dem anderen Ball gemacht oder mit der anderen Ballmarke gemacht und das ist ja jetzt hier nicht mehr so. Du hast ja einen Bundesliga-Ball, mit dem trainierst du praktisch die komplette Saison durch. Von daher ist es schon hier jetzt besser. Ich glaube jetzt nicht, dass man große Nuancen zwischen dem Ball letztes Jahr und diesem Ball sieht. Also von daher glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt große Gewinnung dran ist. Also hier geht es, wie gesagt, eher darum, dass man den gestrigen Tag so ein bisschen aus den Muskeln, aus den Knochen schüttelt. Und mit dem Ball macht es natürlich für den Spieler immer ein bisschen mehr Spaß, als wenn er nur einlaufen muss.
Oliver Glasner, wir haben ihn kennengelernt jetzt in den vergangenen 2,5 Wochen als sehr akribischen Arbeiter. Er ist sehr detailversessen. Er unterbricht auch immer wieder die Übungen. Ja. Also die Trillerpfeife ist sein Freund auf jeden Fall und versucht den Spielern seine Idee von Fußball gleich zu erklären, versucht gleichzeitig Körper und Kopf auch so ein bisschen zu formen bei unseren Profis. Du hast ja jetzt auch... Ich meine, klar, du bist auch selbst Trainer, aber hast natürlich auch unter sehr vielen verschiedenen Trainern gespielt. Ja. Die meisten von denen haben ja tatsächlich bei uns Kultstatus erreicht. Ob das jetzt ein Steppi war, den du kurz mitbekommen hast, ob das jetzt ein Horst Ermantraut war, ein Jörg Berger, ein Felix Magath. Was würdest du sagen, mit wem lässt sich so ein Oliver Glasner vielleicht noch am ehesten vergleichen? Ja, zumindest mal einen, den du gerade genannt hast, mit Horst Ermantraut. Ich denke mal, ein Trainer, der jetzt nicht unbedingt so extrovertiert ist in der Öffentlichkeit, der sehr sachlich rüberkommt, wie du schon gesagt hast, der einen großen Wert auf Disziplin legt, auf Zuverlässigkeit, auf Ordentlichkeit, Pünktlichkeit und so weiter. Alle die Attribute, die, denke ich mal, im Zusammenleben einer Mannschaft sehr wichtig sind, was sich natürlich auch wieder auf das Spiel ausprägt. Gerade die Disziplin, ich habe ja vorhin angesprochen, dass ich mich auch so für Wolfsburg interessiert habe, nicht wegen Wolfsburg an sich, sondern eher darum, wie er gespielt hat, wie er das 4-4-2 auch umgesetzt hat, mit einer ungeheuren Disziplin, natürlich auch mit der Qualität auf den einzelnen Positionen. Aber ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass du als Trainer so ein Gesamtbild abgibst und dass die einzelnen Attribute so sehr gut passen und dass das später auch zur Mannschaft passt. Ich habe ja gesagt, die Mannschaft ist relativ jung. Das heißt also, dass es wichtig ist hier, dass die Jungs auch die Basis des Fußballs lernen. Das ist jetzt nicht nur das Körperliche, nicht nur die Athletik und Laufbereitschaft und so weiter, sondern auch, wie ich mich auf den Positionen verhalten muss. Und ein junger Spieler macht immer ein bisschen mehr Fehler und freut sich dann über die ein oder anderen taktischen Leitplanken mehr, dann weiß ich selber, wie ich mich verhalten muss. Oder mein Nebenmann weiß es und dann hast du im Prinzip auch einen Nebenspieler, der auch ein Coach sein kann auf dem Feld. Genau das, was du gerade sagst, hat auch gestern Jesper Lindström in seiner Pressekonferenz ein bisschen angesprochen. Hat gesagt, was ihn auch überzeugt hat in den Gesprächen mit unserem Sportvorstand Markus Krösche, war so ein bisschen dieser Projektgedanke, der diese Saison wieder bei unserer Eintracht herrscht. Du hast gesagt, das Team ist sehr verjüngt worden. Wir haben hier gerade schon Fabio Blanco auch gesehen, unseren spanischen Neuzugang. Jesper Lindström ist 21 Jahre. Ich glaube, außer Christoph Valenz und Raphael Boré gibt es keinen Neuzugang, der über 20 ist ansonsten groß. Ja? Also die Mannschaft ist auf jeden Fall extrem verjüngt. Jesper Lindström hat gesagt, die wollen hier was aufbauen bei der Eintracht. Neuer Sportvorstand, neues Trainertrio, neue junge Spieler. Ist das so, schon so ein bisschen Aufbruchstimmung, was hier mittlerweile wieder herrscht? Ja, so extrem würde ich nicht sagen. Wir haben natürlich noch einen alten Mannschaftsstamm, der uns auch immer noch die Qualität auf den Platz bringt, weil wenn du zu viele neue holst, die haben auch immer so eine kleine Anpassungsphase, gerade Spieler, die die eine andere Nationalität haben, die aus anderen Ländern kommen. Ich habe ja eben gerade das Training angesprochen, aber es gibt ja auch andere Dinge, die jetzt auch in deinem privaten Leben noch eine Rolle spielen und die müssen sich anpassen, die Familie muss hierher kommen. Also von daher ist es natürlich wichtig, auch Spieler zu haben, die hier schon angekommen sind und die hier schon die Qualität haben, das sind auch im Prinzip die Leute oder die Spieler, an denen sich auch die anderen Spieler so ein bisschen orientieren können, gerade jüngere Spieler. Aber egal wie man den Kader aufrichtet mit dem Alter, erstmal ist es gut, wenn man viele junge Spieler holt. Man weiß, junge Spieler kosten im Endeffekt nicht so viel wie jetzt etablierte Spieler, auch sowohl von der Transfersumme, aber auch von dem Gehalt natürlich. Von daher steckt in jedem Spieler auch eine gewisse Chance, den Spieler im Prinzip wertiger zu machen. Und der bringt auch eine gewisse Euphorie, eine Leidenschaft mit, hat noch nicht so viel, ist noch nicht so satt, sage ich jetzt mal. Und von daher haben wir da natürlich, kaufst du dir mit jungen Spielern auch einen gewissen Ehrgeiz ein, was auch gut ist. Aber es werden auch noch Spieler kommen, die sicherlich auch etwas älter sind, die Erfahrung mitbringen, weil das ist genauso wichtig. Ne? Man muss immer gucken, dass man eine sehr, sehr gute Mischung hinbekommt. Ich denke, das haben wir. Wir haben ja auch mit Makoto Hasebe, Seppel Rode
Amin Younes, Kevin Trapp haben wir wirklich Leitwölfe, die hier da auch vorangehen. Wir haben Amin Younes, Seppelrode und Evan Dicker gerade gesehen. Die drei ziehen auf dem Nebenplatz so ein bisschen ihre Runden. Wie gesagt, sind ein bisschen angeschlagen. Nichts Ernstes, reine Vorsichtsmaßnahme. Die werden heute mal aus dem Mannschaftstraining rausgezogen. Stichwort Trainingssteuerung, ja, Belastungssteuerung. Da ist natürlich auch ein großer Schritt nach vorne gewesen in den vergangenen Jahren. Das hat man jetzt gemerkt. Sebastian Rode, der hat letzte Woche schon einen Tag pausiert, hat auch beim Testspiel gegen Wien Wiesbaden jetzt ausgesetzt, war aber gestern jetzt wieder voll dabei. Mhm. Zeigt das auch so ein bisschen, was für einen Fortschritt diese ganze Wissenschaft rund um das Training gemacht hat? Absolut. Also jetzt nochmal ein kurzes Wort dazu, dass du hast ja die Leitwölfe angesprochen. Ich finde, wir haben nicht nur Leitwölfe, die auf dem Platz vorangehen, wir haben auch Spieler wie Seppelrode, Trapp, Hasebe, die im Prinzip auch junge Spieler mitnehmen können im Training, die im Prinzip auch viel erklären können, die im Prinzip auch schon, ich sage jetzt mal, taktische Vorgaben sofort auf dem Platz umsetzen können, ohne dass der Trainer was sagt. Das ist unglaublich wichtig. Wie gesagt, da können sich junge Spieler anlehnen sozusagen. Die Belastungssteuerung ist, denke ich mal, in den letzten Jahren sehr wissenschaftlich geworden, was auch gut ist. Viele Spieler erkennt man durch die wissenschaftlichen Analysen schon, ob das dann eine Blutentnahme ist, ob das dann Laufwerte sind, dass im Prinzip hier schon der Ermüdungsprozess da ist oder dass der Spieler eigentlich schon überlastet ist und so beugt man sozusagen Verletzungen vor, die dann in den Trainingseinheiten kommen, wo man im Prinzip die Intensität nicht mehr so mitgehen kann, aber als Spieler natürlich den Ehrgeiz hat, das im Prinzip mehr mal maximal zu machen. Ja, wenn man hier so einen Seppelrode sieht, der immer 110% gibt, auch ihn musst du immer mal rausnehmen und sagen, hier Junge, du bist jetzt schon am Limit, ja, und die Muskeln, die verzeihst du dann irgendwann mal nicht mehr. Gerade im gewissen Alter, wo im Prinzip die Steifheit, die ich vorhin angesprochen habe, das dauert alles ein bisschen länger. Auch die Regeneration dauert immer ein bisschen länger und die Energie ist dann nicht mehr unerschöpflich da. Und deswegen ist es auch gut, wenn man hier immer mal wieder sagt, zwei, drei gute Trainingseinheiten immer hinterfragt. Auch von den Physios, ja, wie fühlst du dich heute, wie geht's dir und hast du irgendwie Verhärtung irgendwo oder spürst du irgendwo was? Bevor man dann einen verletzten Spieler hat, der im Prinzip komplett die Vorbereitung oder die Hälfte der Vorbereitung ausfällt oder noch schlimmer, während die Spiele laufen und du dann im Prinzip der so eine Kaderverschiebung hast wo du dann eher Probleme hast, wenn sich drei Spieler verletzen und das dann noch deine Stammspieler sind und du dann die Ergebnisse am Ende des Tages nicht mehr holst. Was du eben angesprochen hast mit den Leitwölfen, die auch die jungen Spieler so ein bisschen an die Hand nehmen. Das hat auch Christoph Valenz, unser Neuzugang aus Union Berlin, über Amin Younes gesagt. Er hat gemeint, das ist zum Beispiel so einer, wenn du auf den Trainingsplatz kommst und ihn siehst, hast du gleich gute Laune, weil er lächelt jeden an, er ist extrem positiv, offen jedem gegenüber. Und wir haben ja ein kleines Video online gestellt, wie Jesper Lindström zu seinem ersten Mannschaftstraining erscheint am Montag. Und mehr oder weniger das erste Bild ist wirklich, wie Armin Younes ihn umarmt, in den Arm nimmt, also gleich in Frankfurt herzlich willkommen heißt. Das ist auch einigen Fans aufgefallen, die das dann auch gleich kommentiert haben. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, genau. Also erstmal ist es so, wenn du jetzt irgendwo anders hinkommst, ich habe ja das Interview von Jesper Lindström gelesen und der kam mit viel Respekt hier nach Frankfurt und war ein bisschen ängstlich sogar und hat dann aber gleich gemerkt, die Mannschaft nimmt ihn total gut auf. Was natürlich unglaublich wichtig ist, wenn du eine gewisse Sympathie spürst, wenn du gleich die Wellenlinie der Mannschaft hast, kommst du gleich ins Training, weil wir sprechen ja trotzdem auch neben dem ganzen Geld, was natürlich hier immer fließt, ja, das sind Menschen, die hier Spielsport betreiben, Fußball betreiben, der Spaß machen muss, ja, der eine hohe Motivationsgrad hat. Und wenn ich dann mich wohlfühle in irgendeinem Mannschaftskreis, ja, mit Spielern, mich relativ schnell dann anfreunde, ja, bringe ich natürlich ganz andere Leistung. Das ist klar, weil der Spaßfaktor relativ hoch ist. Ja, es sind nicht nur Menschen, sondern wie Ben Manga, unser Direktor Profifußball, gesagt hat, in Bezug auf zum Beispiel einen Fabio Blanco, das sind tatsächlich dann auch noch Kinder. Ne? Und ich meine, du hast auch lang genug im Jugendfußball bei der Eintracht deine Fußstapfen hinterlassen, bist deutscher Meister geworden mit der B-Jugend. Du weißt natürlich auch, dass gerade auch Jugendliche nochmal da
andere Punkte haben, die für die natürlich wichtig sind. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Ende 20 bist und zum neuen Verein kommst, ist das natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn du 17, 18 bist. Ja, das erste Absolut. Mal vielleicht von zu Hause weg. Du hast es schon angesprochen, neues Land, fremde Sprache, fremde Kultur, fremde Mentalität. Hier dann auch noch so ein Rotzwetter hier vorfindest in Frankfurt, ja, wenn du aus dem schönen sonnigen Spanien kommst. Ne? Das ist, sind natürlich alles Sachen, die da ja so eine Rolle spielen. Absolut. Also was man dich unterschätzen darf, man muss natürlich auch gewisse Hürden setzen für junge Spieler, die sie auch erklimmen müssen oder über die sie drüber gehen müssen, gewisse Höhen, die sie erklimmen müssen, ja, weil du kannst denen ja nicht im Prinzip das ganze Feld schon ausrollen, ja, obwohl sie im Prinzip in Anführungszeichen noch nichts geleistet haben, sondern sie müssen sich das eine oder andere natürlich erarbeiten. Hier geht es ja wirklich darum, das Coming In, ja, also wie werde ich hier im Prinzip aufgenommen? Und dann geht es natürlich darum, dass die jungen Spieler auch immer das Zeichen bekommen, ihr müsst euch das und das und das und das erarbeiten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man hier eine gute Mannschaftshierarchie vorfindet. Ja, auf der einen Seite natürlich eine gewisse Freundschaftlichkeit, eine gewisse Sympathie, aber sie müssen natürlich auch lernen, dass du nur späterhin auch hier was erreichen kannst, wenn du im Prinzip auch Leistung bringst, sowohl im Training als auch im Prinzip dann auf dem Spielfeld, bei einem Bundesligaspiel oder Pokalspiel oder was auch immer. Und das ist natürlich auch wichtig, dass das nicht irgendwie falsch verstanden wird, dass du hier, keine Ahnung, so eine Welcome Zone hast, wo du gar nichts mehr machen musst, ja, sondern hier geht es nur darum, wie gesagt, die Anpassungszeit so kurz wie möglich zu machen, dass auch diese Leistungsbereitschaft dann sofort auch da ist. Also nicht nur fördern, sondern auch fordern. Fordern, sagt ein ganz wichtiger Punkt. Alexander Schur. Ja, lass uns vielleicht noch ein bisschen, während wir hier nochmal auf dem Trainingsplatz Nummer 1 sind bei Gonzalo Paciencia, bei den Passübungen, falls einige von euch ein bisschen später eingeschaltet habt. Also heute wird es eher ein regeneratives Training geben, weil gestern 1 Stunde 45, wie gesagt, vormittags rangeklotzt wurde. Nachmittags gab es dann auch nochmal eine Trainingseinheit. Und da sind wir wieder beim Stichwort Steuerung. Da wird das heute Vormittag etwas lockerer ausfallen. Ja, das sieht immer so aus, Daniel. Ja, nee, ich sag jetzt mal im Vergleich zu gestern. Es ist nicht so locker, wenn man sieht zum Beispiel die Passübung. Die Pausen sind relativ kurz, ja, so wie es auch am Anfang der Vorbereitung sein sollte. Es ist zwar locker von der Intensität, aber im Prinzip das Laufen ist permanent da. Also man muss den Ball immer hinterhergehen. Wenn du im Prinzip dann an dem Hütchen angekommen bist oder an dem Männchen angekommen bist, musst du eigentlich sofort wieder starten. Die Gruppen sind relativ klein, das heißt also keine langen Pausen. Die Pausenlänge ist da extrem reduziert, sodass du immer wieder in der Aktion bist. Das dich natürlich auch schlaucht, wenn du über die Dauer das Training betrachtest. Wir haben es jetzt die ganze Zeit gesehen, wie gesagt, die sind kaum am Stehen. Und das ist, wie gesagt, hier geht es ja um die Grundlagenausdauer, auch ein bisschen natürlich das Coming In ins Training, in den Trainingstag, aber auch der Hintergedanke auch immer wieder Grundlagenausdauer. Und das ist natürlich etwas, was das Fußballspiel von Oliver Glasner auszeichnet. Das basiert auf Tempo. Ne? Deswegen bist du auch hier in der Vorbereitung, auch gestern haben wir das gesehen, in jeder Übung geht's auf Schnelligkeit, geht's auf Geschwindigkeit, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf, dass du schnell umschaltest, dass du schnell die Abläufe aufnimmst, dass das ja in so Automatismen übergeht. Gestern gab es zwischendurch vielleicht mal 2-3 lockere Läufe zwischendurch, um mal so ein bisschen runter zu pegeln. Und ansonsten war das wirklich 1 Stunde 45 wirklich für Körper, aber vor allem auch für den Geist, glaube ich, sehr anstrengend für die Jungs. Jetzt sehen wir hier, dass sie sich zu einer ersten kleinen Trinkpause versammeln. Wir haben gerade Aydin Rustic sehr viel eingeblendet gesehen. Den hatten wir gestern nach dem Training auch im Interview. Er hat gesagt, ja, er will sich durchsetzen. Er will jetzt in der Bundesliga wirklich ankommen, hofft auf mehr Spielminuten in der kommenden Saison. Wir haben ihn ja vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison häufiger gesehen. Hat dann sein Tor gemacht, auch gegen Mainz. Was denkst du über ihn? Was kann man von ihm erwarten in der kommenden Spielzeit? Ja, ich denke, er ist auf jeden Fall in der Rückrunde weitergekommen. Also man hat auch gesehen, dass als er eingewechselt wurde, dass im Prinzip er auch durchaus das Spielniveau nochmal gehoben hat. Das heißt, er hat immer mal 3-4 Aktionen gehabt, mit denen er auch das Spiel nochmal einen anderen Impuls gegeben hat. Das ist wichtig. Man sieht, dass er einfach dieses Selbstbewusstsein hat, diesen Ehrgeiz, auch diese Spielminuten zu bekommen.
Und klar, ein Spieler muss sich natürlich von Saison zu Saison weiterentwickeln. Man muss auch sehen, er hat schon ein paar Einsatzminuten in der Bundesliga gehabt. Und hier geht es natürlich darum, mit Rustic hast du sicherlich im Offensivbereich einen sehr, sehr umfangreichen bzw. vielseitigen Spieler, den du auch auf verschiedenen Positionen einsetzen kannst, denn der eine hohe Qualität hat, gerade die Technik anbietet, der erste Kontakt ist super. Ja, teilweise beidfüßig, muss man sagen, also wirklich ein sehr interessanter Spieler. Ja, wie du sagst, mit einem hohen Ehrgeizfaktor, sage ich mal, bestückt. Und ich denke auch, er muss auf jeden Fall, er muss diesen Ehrgeiz haben, weiter Spielzeit zu gewinnen. Und vielleicht klappt es sogar, vielleicht ist es das der Spieler, den ich auch vorhin genannt habe, der im Prinzip dann sich in die erste Elf entwickelt. Und ja, das hoffen wir natürlich alle. Hier würde dann zum Beispiel sofort auch ja, im Prinzip der Wert des Spielers steigen und er würde dann natürlich interessant werden. Ja. Und neuer Trainer bedeutet ja immer wieder, ja, man holt einen Spieler aus der Schublade raus, wo er bei dem Trainer vorher war und wird jetzt neu bewertet. Auch das fördert natürlich nochmal den Ehrgeiz, noch mehr zu zeigen im Training. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass Oliver Glasner ein bisschen umstellt und es könnte jetzt sein, dass wir ein paar Standardsituationen zu sehen bekommen. Zu sehen kriegt ihr jetzt auch eine kleine Grußbotschaft von einem, der noch seinen Sonderurlaub genießt nach der Europameisterschaft. Schaut mal rein, wir haben ein kleines Urlaubsvideo für euch. Liebe Eintracht-Fans, ich wollte liebe Grüße aus dem Urlaub da lassen. Ich habe ja noch ein paar Tage, in denen ich mich erholen darf, um dann auch wieder topfit und gut erholt zurückzukommen und in die neue Saisonvorbereitung zu starten. Ich habe schon ein paar Livestreams mitverfolgt, habe gesehen, dass alle ordentlich mitziehen und freue mich dann auch, dass ich endlich nächste Woche wieder anfangen darf, die neuen Leute kennenlernen darf, meine Mitspieler, wir haben ein neues Trainerteam, viele neue Gesichter, die ich dann zu sehen bekomme und ich freue mich auf das, was vor uns steht. Ich hoffe natürlich mit euch im Rücken, wenn sich die Situation verbessert. Ich glaube, wir wünschen uns das alle in jeglicher Hinsicht. Am liebsten wäre es natürlich, wenn wir euch für die tollen Europapokalnächte dann wieder im Rücken hätten. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, dass der nächste Woche endlich wieder losgeht. Wie ich schon gesagt habe, ein paar Tage noch zur Erholung und dann gut erholt, nächste Woche dann in die neue Saisonvorbereitung zu starten. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles Gute und wir sehen uns nächste Woche, spätestens nächste Woche dann auf dem Platz wieder. Ciao. Ja, Kevin Trapp, der wird eine große Konkurrenz bekommen im Kader mit Raphael Boré. Du wirst jetzt fragen, hä, warum Konkurrenz? Da ist Stürmer, der andere ist Torhüter. Ja, Kevin Trapp, 1,7 Millionen Follower bei Instagram und Raphael Boré, 1,1 Millionen Follower bei Instagram. Also mal schauen, wer den Kampf um die Social-Media-Krone nächste Saison gewinnt. Ansonsten, Alex, vielen Dank, dass du ein bisschen mit uns das Training begleitet hast. Du musst weg, denn du bist ja mittlerweile im Marketing bei der Eintracht. Sag noch ganz kurz, wie viel Spaß macht das? Ja, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ist mal komplett was anderes als Fußball. Man lernt die Eintracht aus einer anderen Perspektive kennen. Man hat sehr, sehr viel Kontakt mit neuen Personen, mit neuen Unternehmen und wie gesagt, kommt man so aus dieser Gedankenwaschmaschine Fußball raus und das ist ganz schön, weil man bekommt auch eine größere Wissenspalette, was das Leben anbetrifft und wie gesagt, lernt die Eintracht mal aus einer ganz anderen Sicht kennen und ich finde es generell schön, weil ich auch die ganzen Geschäftsfälle rund um den Fußball einfach sehr, sehr spannend finde und dynamisch finde und das muss man ja im Prinzip dem Unternehmen dann auch mal erklären und darstellen und von daher lernt man die Eintracht kennen. Ich glaube, alle sind auf jeden Fall froh, dass so eine Legende wie du dem Club auch in einer anderen Rolle weiterhin erhalten bleibst. Vielen Dank an dich. Ich danke dir, Daniel. Ja, du bist entlassen für deinen Termin und hoffentlich nur bei dir. Ich hoffe es auch. Bis bald, mein Lieber. Gut, ciao. Ja, während wir hier sehen, dass jetzt die klassischen Flankenübungen hier trainiert werden. Ob kurz gespielt oder hoch gespielt, flach gespielt. Wir sehen es jetzt hier. Makoto Hasebe bleibt hängen an Dian Dramay. Und da haben wir natürlich jetzt einen im Blick,
mit seinem Zopf Ali Akman. Den haben wir in den vergangenen Tagen und in den vergangenen Wochen schon häufiger für euch kommentiert, denn ja, er bezeichnet sich selbst ganz gerne als ein Schlitzohr, der junge Türke. Er hinterlässt hier in dieser Sommervorbereitung einen erstklassigen Eindruck bislang. Das schreibt ihr auch immer wieder in den Kommentaren. Also er markiert unglaublich viele Tore, nicht nur in den Einheiten, sondern auch in den Trainingsspielen. Ich glaube, das ist einer, der hier auch bei unserem Cheftrainer, den wir eingeblendet sehen, Oliver Glasner, wirklich eine Visitenkarte hinterlassen hat und auch weiterhin hinterlässt. Und bei Oliver Glasner, das sieht man hier auch, da rattert es natürlich die ganze Zeit. Er hat, das haben wir schon gerade mit Alexander Schur gesagt, seine Trillerpfeife nicht nur um den Hals, sondern auch oft in der Hand. Er ist jemand, der sehr akribisch arbeitet. Alexander Schur hat gerade gesagt, das erinnert ihn so ein bisschen an eine absolute Kultfigur hier bei uns. Horst Ermantraut, der Mann mit dem Gartenstuhl, der ja mit der Eintracht damals 98, 99 wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Das waren noch Zeiten. Damals Alexander Schur, ein Mitglied der Aufstiegsmannschaft, der 1998er Aufstiegsmannschaft. Tolle Zeiten. Ja, und jetzt sehen wir hier, wie gesagt, gestern gab es ein extrem langes Training. 1:45 wurde da nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf gefordert. Deswegen wird es heute mal ja in Anführungsstrichen etwas regenerativer zugehen, obwohl wir hier auch immer wieder hohes Tempo sehen. Die Spieler gehen dann immer wieder schnell nach hinten durch. Also die Reihenfolge der Flanken als auch der Abschlüsse ist relativ eng getaktet. Sehen wir hier ein flaches Zuspiel. Ja, und auch der Mann, der da im Kasten steht, den könnt ihr euch auch mal gelb markieren. Dian Dramay, das 19-jährige große Torwarttalent, was Anfang dieser Spielzeit aus Heidenheim zu uns gekommen ist. Unser Torwarttrainer Jan Zimmermann, Zimbo genannt, hält ganz, ganz große Stücke auf ihn. Er hat seinen Weg lange Zeit verfolgt. Der Weg hat begonnen in der Nachwuchsschmiede des VfB Stuttgart und die ist tatsächlich nicht die allerschlechteste. Von dort ist er dann nach Heidenheim gegangen und sein Weg hat jetzt in den Frankfurter Stadtwald geführt zu unserer SGE. Hat einen guten Eindruck hinterlassen im ersten Testspiel auch am vergangenen Samstag gegen Wien Wiesbaden. An ihm lag es nicht, dass das Spiel am Ende mit 1:3 verloren ging. Er wurde nach dem Match ausführlich und ausdrücklich gelobt von Oliver Glasner. Hat das 1:0, also den Führungstreffer, quasi mit eingeleitet. Gilt vor allem ja, als sehr fußballerisch starker Torhüter. Also ist wirklich sehr, sehr stark mit dem Ball am Fuß. Auch aus brenzligen Situationen kann er sich immer wieder spielerisch richtig gut befreien. Seine Abstöße, seine Abschläge, die kommen teilweise millimetergenau zum Mann. Also Dian Dramay, ein Mann mit ja, eventuell großer Zukunft bei unserer Eintracht. In welcher Konstellation wir in der nächsten Saison auf der Torhüterposition in die Spielzeit gehen werden. Das steht ja noch nicht genau fest. Wir haben gerade die Grußbotschaft gesehen von Kevin Trapp. Er sicherlich die Nummer 1. Wie es dahinter aussieht, ja, da steht bislang noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Was passiert mit Frederik Rönno? Er wird sich sicherlich freuen, dass mit Jesper Lindström ein zweiter Däne mittlerweile bei unserer Eintracht im Kader steht. Also ein Landsmann. Aber bleibt Frederik Rönno auch bei unserer Eintracht? Man wird sehen. Also nach den Passübungen zu Trainingsbeginn stehen jetzt hier die Flankenübungen auf dem Programm. Und scheinbar sind vor allem die flachen Flanken angesagt. Jetzt kommt mal eine halb hoch rein
von Fabio Blanco. Aber auffallend oft werden hier bislang flache Flanken trainiert, wie auch hier in diesem Fall, wo Makoto Hasebe an Dian Dramay scheitert. Auf der anderen Seite des Platzes, da werden dann tatsächlich aktuell schon Standardsituationen trainiert. Freistöße von der rechten wie auch von der linken Seite. Da sind jeweils zwei Männchen als Mauer aufgestellt. Da sehen wir, dass sich Gonzalo Paciencia, Timothy Chandler, Danny da Costa, Rodrigo Salazar im Strafraum tummeln, angeleitet von unserem Assistenztrainer Michael Angerschmidt, der auch hier direkt wieder unterbrochen hat. Ihr fragt hier auch nochmal nach, Christopher Lenz, warum ist er heute nicht dabei? Genau, wir haben es eingangs kurz erwähnt. Ja, das ist so ein bisschen ja, den Temperaturen in diesem Sommer geschuldet. Er hat sich eine ganz, ganz leichte Erkältung eingefangen, deswegen ist er heute vorsichtshalber mal rausgenommen worden aus dem Training. Ja, die Flankengruppe, die hat jetzt Pause. Da wird so ein bisschen der Tank aufgefüllt. Hier sehen wir Jesper Lindström am rechten Rand schon im Gespräch mit Ali Akman. Ja, die beiden Jungspunde sprechen beide gut Englisch, können sich also sehr gut untereinander unterhalten. Wir haben es auch schon gestern angesprochen, Jesper Lindström, unser neuer Mr. Danish Dynamite, hatte in der Grundschule ja Deutschunterricht, das heißt, verstehen tut er es wirklich noch sehr gut. Er sagt selbst, na, beim Sprechen tue ich mich noch so ein bisschen schwer, aber ich denke, das kommt wieder. Wie gesagt, einige Spieler sind als Vorsichtsmaßnahme heute mal nicht beim Mannschaftstraining dabei. Dazu gehören Seppel Rode, dazu gehören Evan Dika, dazu gehören Amin Younes, Felix Irorere, Finn Otto. Die trainieren individuell. Evan Dika und Seppel Rode befinden sich noch auf dem Nachbarplatz. Die anderen sind innen drin im Kraftraum, machen da ein paar individuelle Übungen. Christopher Lenz, der ist heute mal rausgenommen mit einer leichten Erkältung. Und jetzt sehen wir, dass hier Ronald Brunmeier, der andere Assistenztrainer von Oliver Glasner, die Flankengruppe anleitet. Ali Akman hat wieder die Alexander Meyer Gedächtnisfrisur aufgelegt. Ja, und einer, der ist auf dem Weg eventuell zu einer Medaille, Ragnar Ache, das haben wir auch eingangs erwähnt, sein Flieger mit der deutschen Fußball-Olympiamannschaft ist gestern Abend hier von Frankfurt in Richtung Tokio gestartet. Es wurde nochmal trainiert unter Trainer Stefan Kunz hier am Deutsche Bank Park und gestern ist die Mannschaft dann in die Mission Olympisches Gold gestartet. Stefan Kunz hat ja gesagt, auch wenn nur 18 Mann dabei sind, es gab einige Absagen, ist hier die klare Zielsetzung, dass eine Medaille geholt werden soll für den DOSB. Ja, jetzt haben die Gruppen getauscht, das heißt, die Mannschaft beziehungsweise der Mannschaftsteil, der gerade eben die Standardsituation trainiert hat, ist jetzt mit Flankenläufen dran. Hier sehen wir, kommt rein auf Ali Akman, der verwertet das Ding dann auch direkt. Eamon Barcock auf Daich Kamada. Es wird voraussichtlich nicht
allzu lange heute gehen. Gestern Vormittag 1 Stunde 45. Danach sind die Spieler hier wirklich schweißgebadet vom Platz geschlichen. Heute soll es etwas gemächlicher zugehen. Aber wir haben es gerade gesagt von Alexander Schur. Auch dieses in Anführungsstrichen lockere Training findet unter einem enormen Tempo statt. Die einzelnen Grüppchen außen bei den Hereingaben und auch innen drin bei den Torabschlüssen ist relativ klein gehalten. Das heißt, viel Pausen sind da nicht drin. Auch da ist das Tempo relativ hoch. Wir gucken vielleicht nochmal auf den hinteren Platz, wo die Standardsituationen trainiert werden. Denn da sehen wir, Danny da Costa zeigt es schon an, dass Jesper Lindström jetzt von der linken Seite mit seinem rechten starken Fuß die Bälle reinschlagen wird. Wie gesagt, die Zwei-Mann-Mauer steht mit den roten Männchen. Jetzt können wir uns hier so ein bisschen mal, ja, das ist für euch bestimmt ganz schön, einfach mal so ein bisschen zuzuschauen, wie kommen die Neuzugänge hier an, was kann der für Standards. Viele von euch haben sich sicherlich die YouTube-Videos reingezogen von Jesper Lindström. Unglaublich starke Technik, der Junge, hat er auch in den ersten beiden Trainingstagen immer wieder gezeigt. Ja, wie geht's bei uns im Programm von Eintracht TV weiter? Was haben wir noch geplant für Übertragungen für euch? Am Samstag, da steht das Testspiel an. Das nächste gegen den SV Sandhausen zur gleichen Uhrzeit. Wie vergangenen Samstag, 16 Uhr, wird es hier auf dem Trainingsplatz vor dem Deutsche Bank Park zur Sache gehen. Auch die anderen Testspiele werden natürlich auf YouTube, Eintracht TV, Mein Aquila für euch live übertragen. Mit dem FC Gießen haben wir noch eine Rechnung offen. Nächste Woche Gießen. Am Dienstag, letzte Saison, da waren wir mal zu Gast beim Team, was vom Ex-Adlerträger Daniel Tschiemen trainiert wird. Da gab es eine bittere Niederlage in Mittelhessen. Und da haben unsere Jungs noch was gut zu machen. Das erste, ja, oder das letzte Testspiel gegen den französischen Traditionsverein AS Saint-Étienne Ende Juli. Das ist dann gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, die letzte Probe, bevor es dann ernst wird. Der DFB-Pokal ist jetzt terminiert, die erste Runde. Am Sonntag, den 8.8., da geht es für uns nach Mannheim gegen den SV Waldhof Mannheim in der ersten Runde. Es kommt zur Neuauflage dieses Duells, was wir schon vorletzte Saison gesehen haben. Damals war es schon eine brutal enge Kiste. 0:2 der Rückstand für unsere Eintracht nach ganz kurzer Zeit. Auch dank eines Ante Rebic konnten wir dann dieses Spiel drehen. Mal schauen. Ja, es gibt einfachere Aufgaben für einen neuen Trainer zu Saisonbeginn. Also Pokal in Mannheim und dann am ersten Spieltag gleich der Kracher beim BVB. Ja, da wird das Team von Oliver Glasner gleich kräftig gefordert sein. Ali Akman jetzt mal als Vorbereiter unterwegs, aber der Ball auf Fabio Blanco zu steil gespielt. Eben Barkok hier
Er war ja am Samstag schon erfolgreich. Per Elfmeter mit dem 1:0 für unsere Eintracht. Trifft auch hier. Daich Kamada sehen wir da, der jetzt gleich einlaufen wird und die Flanke bekommt. Er ist genauso wie Aydin Rustic und auch wie unser Brasilianer Tuta seit Montag wieder im Training. Kamada und Rustic, die hatten ja auch noch Sonderurlaub nach ihren Reisen für die Nationalelf. Der eine für Japan, der andere für Australien. Tuta war ja 2 Wochen in häuslicher Quarantäne nach seiner Rückkehr aus Brasilien. Also der Trainingsplatz erfüllt sich wieder. Deswegen sind auch einige U19-Nachwuchsspieler mittlerweile nicht mehr dabei. Markus Krösche hat es gesagt, zu Saisonbeginn, er plant mit einem Kader 23 Spieler plus 3 Nachwuchskräfte. Das ist ein schmaler Kader für eine Dreifachbelastung. Markus Krösche sagt trotzdem, dass das nach seiner Meinung nach und auch erfahrungsgemäß reichen sollte. Heißt im Umkehrschluss, dass hier wirklich alle Vollgas geben müssen in diesen knapp 6 Wochen Sommervorbereitung, um unseren neuen Trainer Oliver Glasner von sich zu überzeugen. Denn das bedeutet auch, dass einige Spieler entweder zur Laie, wie ein Elias Börtner, der ja zu Viktoria Köln gewechselt ist für ein Jahr in die dritte Liga, den Verein eventuell noch verlassen müssen. Was wirklich überrascht ist, dass sich Oliver Glasner heute extrem zurückhält. Das haben wir bei unseren Übertragungen bislang noch überhaupt nicht von ihm gesehen. Er steht ganz da hinten, da jetzt wo der Ball hergekommen ist, an der Eckfahne. Hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt und beobachtet alles wirklich ganz, ganz, ganz genau. Hält sich heute aus den Trainingseinheiten mal komplett raus. Lässt alles seine Assistenten Michael Angerspitt und Ronald Brunmeier machen. Und er schaut da tatsächlich ganz genau hin bei seinen Spielern. Wer hat einen guten ersten Kontakt? Wer schlägt präzise Flanken? Wer ist vor dem Tor eiskalt? Er hat da so ein Grinsen aufgelegt. Er wird sich schon seine Gedanken machen. Das glaubt ihr mal. Ja? Da möchte man vor allem in so einer Vorbereitung natürlich ganz gerne mal in den Kopf reinschauen. Schaut auf die Uhr. Kann gut sein, dass dadurch, dass jetzt auch beide Trainingsgruppen die jeweilige Einheit durchgearbeitet haben, dass wir jetzt nochmal zum Abschluss ein kleines Spielchen sehen. Beziehungsweise, nein, die Männchen werden nochmal gesteckt. Das macht Oliver Glasner dann selbst. Auch hier sieht man seine Detailverliebtheit. Der akribische Arbeiter will alles wirklich zentimetergenau. Ist einer, der die Spieler extrem gut mitnimmt. Der die Spieler extrem an die Hand nimmt, sehr viele Einzelgespräche führt. Das war etwas, was wir in den letzten Wochen schon ausführlich beobachten konnten. Auch während den Trainingseinheiten, aber vor allem direkt danach, ist er unglaublich oft im Gespräch mit seinen Jungs, sucht da wirklich das Vier-Augen-Gespräch. Ganz oft schon mit Makoto Hasebe geredet, mit Evan Dika hat er auch einige Gespräche geführt. Gestern hat er dann mit Jesper Lindström und auch mit Ali Akman gesprochen.
Jetzt fragt er hier gerade bei Philipp Kostic nach, ob mit dem Oberschenkel alles okay ist. So sah es zumindest gerade aus. Und jetzt, so kennen wir ihn eigentlich, mit dem Zettel in der Hand, wo die einzelnen Einheiten draufstehen, erklärt er seinen Jungs vermutlich die nächste Trainingssituation. Was man sagen kann, nach 2,5 Wochen Vorbereitung, ist, dass er sehr einfallsreich trainieren lässt und auch sehr abwechslungsreich. Also wir haben hier bislang ganz, ganz selten zweimal die gleiche Übung irgendwie schon gesehen. Er streut da sehr gerne unterschiedliche Ideen ins Training ein, versucht auch immer das Ganze sehr positiv zu gestalten, hat ja auch seinen neuen Mentaltrainer dabei, der zum Ziel gesetzt hat, der Mannschaft ja positives Denken zu vermitteln. Also alles, selbst Misserfolg, soll in positive Gedanken umgemünzt werden. Man sieht es auch hier an den Gesichtern unserer Spieler. Es herrscht eine extrem gute Stimmung zur Saisonauftakt. Das merken wir hier auch immer, wenn wir unten am Trainingsplatz stehen an unserem Pult. Wenn die Spieler dann eintrudeln, sind extrem gut aufgelegt. Jeder ist am Lachen, jeder ist am Grinsen. Sind auch oft mit uns teilweise auch zu Späßchen aufgelegt. Das habt ihr auch schon mitbekommen, als hier Timothy Chandler mal kurz den Flitzer durch unser Bild gemacht hat. Ja. Und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Oliver Glasner, er lässt die Mannschaften manchmal auch sich selbst einteilen, wie man das wirklich so früher aus dem Schulsportunterricht kennt. Also da wurde jetzt tatsächlich von den Spielern gewählt. Die Trainingsgruppe ist in 3 Untergruppierungen eingeteilt. Eine Gruppe mit weißen Leibchen, eine Gruppe mit gelben Leibchen und eine Gruppe bleibt in den roten Trainingsshirts. Und jetzt nimmt er auch wieder das Zepter in die Hand. Erklärt hier jetzt ganz genau, was er von seinen Jungs sehen möchte. Diandra May im Tor. Der schnallt sich nochmal seine Torwarthandschuhe zurecht. Denn der weiß, was jetzt auf ihn zukommt. Torabschlusstraining nennt man das. Jetzt wird gleich aus allen Lagen gefeuert. Und da hat man auch gerade gesehen, dass Oliver Glasner es auch selbst noch drauf hat. Schöner Abschluss von ihm gerade. Eingenetzt, direkt neben den Pfosten. Sogar den Innenpfosten noch mitgenommen und rein ins Tor bei seinem ersten Abschluss gerade. Also auch das ist natürlich wichtig für die Jungs, ne? Dass die sehen, okay, der uns das hier erklärt, der weiß auch selbst, wie das geht. Also abwechselnd Flanken, Kopfball hat man da gerade Oliver Glasner rufen gehört. Also es wird wahrscheinlich gleich so ein Mix geben aus Torabschlüssen, aus der Distanz und aus Flanken von der rechten Seite. Da haben sich Tuta, Timothy Chandler und Danny da Costa positioniert, die Flanken gleich von der rechten Seite reinschlagen werden. Ja, wir verkürzen euch mal die Zeit, bis es hier gleich richtig losgeht mit einer kleinen Ankündigung.
Unsere Athleten sind ja nach Tokio gestartet und wir haben einen kleinen Podcast aufgenommen mit Katharina Steinbruck, Marathonläuferin unserer Eintracht. Auch sie wird in Tokio um Medaillen kämpfen. Es ist tatsächlich so, wenn man in Frankfurt durch Passagen läuft, wo gerade Bands spielen und Beispiel an der Freskas unten oder eben dann Einlauf in die Zielhalle oder sogar auch vorher schon, dass man sich ein bisschen zurücknehmen muss, dass man nicht zu schnell wird in dem Moment, vor allem sehr früh auf der Strecke, weil es motiviert. Also wenn man merkt richtig dieses Pulsieren, wenn man durch diese Menschenmengen läuft und das beflügelt einen. Und hinten raus ist das Beflügeln unheimlich wichtig, weil hinten raus schwinden natürlich die Energiereserven. Und dann der Einlauf jetzt vor allem in Frankfurt in die Festhalle ist ja auch einmalig in meinen Augen in der Welt. Ja, nicht nur Ragnar Ache ist dabei von unserer Eintracht, sondern verschiedene Athleten. Das ist ja bekannt. Unser Verein hat eine hervorragende Leichtathletikabteilung. Und ja, da werden wir definitiv die Daumen drücken in den nächsten Wochen, wenn die Olympischen Spiele in Tokio starten. Jetzt sehen wir hier aber eben, was wir schon angekündigt haben. Also es ist tatsächlich auch hier wieder Variabilität angesagt. Es geht um Fernschüsse, es geht um Schüsse aus kurzer Distanz und es geht um Flanken von der rechten Seite, die dann in der Mitte verwertet werden müssen. Jetzt gibt es wieder einen Fernschuss von außerhalb des Strafraums. Dann wird Ali Akman reingeschickt und jetzt kommt die Flanke von Aydin Rustic von außen auf Timothy Chandler. Und hier sehen wir auch ganz schön vorne am Bildschirmrand das Team hinter dem Team, was auch zu dieser Saison nochmal verstärkt wurde. Sehr schöner Kopfballtreffer im Hintergrund gerade von Danny da Costa. Wir haben ab dieser Spielzeit zum Beispiel wieder eine Ernährungsberaterin am Start. Das gab es zuletzt unter Niko Kovac. Damit sind wir 2018 Pokalsieger geworden. Also das sind schon mal gute Vorzeichen. Ansonsten sehen wir natürlich Martin Sporer, unser Athletiktrainer. Der lehnt sich gerade gegen eine Datenerfassung. Das wurde gestern von euch mal gefragt. Dieser schwarze BH, den manche Spieler unterm Shirt tragen. Da werden natürlich allerlei Daten gesammelt. Wie viel Kilometer ist er heute im Training gelaufen? Wie viel Sprints hat er gezogen? Warum hat er vielleicht heute nicht seine Laufleistung erbracht? Müssen wir da mal nachschauen, ob sich da vielleicht irgendwie in Stichwort Verletzung irgendwas tut. Also das ist mittlerweile schon eine richtige Wissenschaft. Fast alle Erst- und auch Zweitligisten setzen mittlerweile auf so eine Analyseabteilung. Schon wieder Danny da Costa, zeigt sich heute treffsicher. Eben der schöne Kopfballtreffer. Jetzt nochmal ein sauberer Torabschluss mit rechts. Und das war mal das trockene Ausrufezeichen unseres Mr. Danish Dynamite. Jesper Lindström flach in die lange Ecke.
Ja, aber nicht nur von den Abschlussfähigkeiten unserer Spieler könnt ihr euch hier überzeugen, sondern tatsächlich auch von den Torwartreflexen eines Diandra Mai. Kaum habe ich es angesprochen, schon springt er wie eine Katze nach rechts und entschärft den Schuss von Fabio Blanco. Also wer am Samstag das Testspiel gegen Wien Wiesbaden verpasst hat, Diandra Mai hat ein großes Lob kassiert von Oliver Glasner und er zeigt auch hier, warum er fast alle Nachwuchsmannschaften des DFB durchlaufen hat. Er gilt als eines der ganz, ganz großen Torwarttalente hier bei uns in Deutschland. Ja, also Team Gelb liegt auf jeden Fall in Führung mit Deitch Kamada und Danny da Costa, die sich heute schon mehrfach in die Torschützenliste hier eintragen konnten. Und auch das eben zeigt das Selbstbewusstsein eines Jesper Lindström. Frisch in Frankfurt schließt diese Flanke direkt mal mit der Hacke ab, auch wenn es nicht von Erfolg gekrönt war hier eben. Wir werden natürlich auch heute versuchen, für euch einen Interviewgast zu uns ans Mikro zu bekommen, nach Ende dieses Vormittagstrainings. Es gibt ja heute nur eine Einheit. Tatsächlich heute der einzige Tag, an dem nicht doppelt trainiert wird. Aber heute Nachmittag steht noch eine andere Pflichtveranstaltung für unsere Spieler auf dem Plan. Es ist Media Day der DFL. Das heißt, ihr könnt auf neue GIFs hoffen von unseren Spielern. Da werden allerhand Media-Inhalte aufgenommen, Torjubelszenen, nicht nur für die Anzeigetafeln, auch für die zentrale Vermarktung der DFL. Das ist immer ein klassischer und auch ein sehr angenehmer Termin für unsere Jungs. Da herrscht meistens auch tatsächlich sehr gute Laune. So, jetzt wird die Übung noch mal ein bisschen verändert von Oliver Glasner. Es kommt nochmal ein zusätzliches Männchen in die Mauer auf der rechten Seite. Wir sehen Oliver Glasner am linken Bildschirmrand. Mit vollem Körpereinsatz gibt er den Ton und gibt er auch die Anweisungen immer vor für seine Spieler. Da zeigt er ihnen, was er sehen will, was für ein Fußball unsere Eintracht in der nächsten Saison spielen soll. Wir haben es gestern schon kurz angesprochen. Es wird auf jeden Fall mehr Tiefe geben in unserem Spiel. Mehr Pässe in den Raum, versuchen hinter die Kette zu kommen, wie es so schön heißt. Und Makoto Hasebe hat in einem Interview schon gesagt, dass er das extrem gut findet. Hat gesagt, ja, in der vergangenen Saison, da waren wir oftmals dann doch ein bisschen leicht ausrechenbar. Da gab es oft
den Ball in den Fuß für unsere Stürmer, für unsere Flügelspieler. Auch wenn unsere Torausbeute darunter nicht gelitten hat. Aber Makoto Hasebe sagt, er findet es gut, dass jetzt mal ein bisschen mehr Tempo auch gerade durch die schnellen jungen Neuzugänge ins Eintracht-Spiel kommt. Und einfach ein bisschen mehr Tiefe reinkommt ins Spiel unserer SGE. Ja, Rodrigo Salazar, den hätten wir vorhin beim Besuch von Alexander Schur vielleicht nochmal ansprechen können. Denn ja, was die Mentalität angeht, da steht er unserer Vereinsikone, glaube ich, nicht nach. Rodrigo Salazar gilt ja so ein bisschen als Mentalitätsmonster. Wir sehen ihn hier rechts am Bildfeldrand. Steht da hinter Jesper Lindström. Hat eine wahnsinnig gute Saison in der zweiten Liga beim FC St. Pauli gespielt. Hat sich da auf jeden Fall qualifiziert, hier in der Saisonvorbereitung im Deutsche Bank Park aufzulaufen. Und will natürlich versuchen, Oliver Glasner von seinen Fertigkeiten und von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Hat gesagt, ihm kommt es natürlich jetzt auch entgegen, dass die spanisch sprechende Gruppe so ein bisschen angewachsen ist. Das macht es ihm natürlich auch leichter. Für ihn ist es natürlich, nachdem er jetzt eine gesamte Saison in der zweiten Liga war, trotzdem auch nochmal eine Art Eingewöhnung hier in Frankfurt. Ist einer, der alle Elemente so ein bisschen in sich trägt, die Oliver Glasner eigentlich in seinem Spiel sehen will. Er hat das Tempo, er hat die Mentalität, den Willen, die Aggressivität, hat einen guten Abschluss, hat einige Treffer gemacht in der zweiten Liga, hat auch ein paar Tore vorbereitet und hat im Testspiel gegen Wien Wiesbaden sogar mit der Rückennummer 6 begonnen. Also vielleicht das auch ein kleiner Fingerzeig schon mal in Richtung Rodrigo Salazar, dass in der kommenden Saison mit ihm zu rechnen ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn bislang seht. Wir haben ja jetzt ja einige Trainingseinheiten live gestreamt und auch das Testspiel. Vielleicht schreibt ihr einfach mal, was erwartet ihr von Rodrigo Salazar in der nächsten Saison? Starke Parade hier von Dian Dramay gegen Makoto Hasebe aus kurzer Distanz. Ja, Aydin Rustić gerade beim Abschluss gewesen. Wir haben Alexander Schur, der eine Dreiviertelstunde mit uns zu Beginn dieser Übertragung das Training kommentiert hat, mal gefragt, was er denkt über Aydin Rustić. Und er hat auch gesagt, ja, der hat in der vergangenen Rückrunde schon erste Fußspuren hier hinterlassen in Frankfurt. Alexander Schur meint, er könnte sich durchaus vorstellen, dass Rustić nochmal eine Schippe drauflegt in der kommenden Spielzeit.
Ali Akman jetzt hier im Bild. Das türkische Schlitzohr ärgert sich hier, dass er ausnahmsweise mal einen vergibt. Mensch, Danny da Costa hat aber heute hier scheinbar Appleboy eine Trinkflasche gehabt. Der macht ja hier einen nach dem anderen rein. Der Jubel sei ihm gegönnt. Maschine heute im Training. Auch das macht unser neuer Chefcoach Oliver Glasner ganz gerne, dass er die einzelnen Gruppen in so einer Trainingseinheit auch gegeneinander antreten lässt. Das merkt man hier schon. Sobald irgendeiner aus dem Team der gelben Leibchen trifft, freuen sich alle extrem mit. Arbeitet gern im Training ja, mit so einer Art Belohnungssystem, will ich es jetzt mal nennen. Also wenn in verschiedene Trainingsgruppen eingeteilt wird und eine Gruppe erfolgreich ist, dann dürfen die erstmal eine Runde pausieren und die anderen müssen rennen und andersrum. Fördert natürlich auch den Ehrgeiz und fördert natürlich auch so ein bisschen den Teamgeist untereinander. Also zwei Tore jetzt direkt hintereinander für das Team in den roten Trainingsleibchen. Rodrigo Salazar und Timothy Chandler erfolgreich. Ja, Team Gelb, die sind auf jeden Fall on fire. Jeder Schuss ein Treffer heute gefühlt bei den Jungs um Danny da Costa, Dajc Kamada, Dejan Jovilic. Auch schon einige Male jetzt erfolgreich hier. Hat deshalb auch extrem gute Laune. Wenn man in die Gesichter guckt, schaut es euch mal an. Kamada, Salazar, Rustic, Jovilic. Sehen alle wirklich extrem gut gelaunt aus. Zeigt auch so ein bisschen, glaube ich, dass das neue Trainertrio um Oliver Glasner, Michael Angerschmidt und Ronald Brunmeier auch menschlich sehr gut ankommt in der Mannschaft. Das haben wir jetzt auch mehrfach gehört in den Interviews, die wir mit den Spielern hier nach unseren Livestreams gemacht haben. Sie unterhalten sich sehr viel mit den Spielern, nehmen die an die Hand, geben sehr viele Ratschläge, versuchen jeden mit ins Boot zu holen. Also das muss man sagen und das unterstreicht ihr auch wieder, immer wieder mit euren Kommentaren. Ja, auch mit knapp 38 Jahren darf man bei Mama jubeln. Makoto Hasebe. Also auch bei euch kommen die Trainingseinheiten sehr gut rüber, schreibt ihr immer wieder. Und auch die Trainer, die haben Spaß dran, die wollen ja hier wirklich was aufbauen mit der Eintracht. Das hat man auch gestern wieder in der Pressekonferenz von Jesper Lindström gehört.
Da gab es die Frage, warum Eintracht Frankfurt? Warum der Schritt zu unserer SGE? Es hat wohl auch durchaus andere Angebote gegeben von europäischen Topvereinen. Hat er gesagt, ja, dieses ganze Konzept von der Eintracht, das hat mich einfach überzeugt im Gespräch mit Markus Krösche und auch im Gespräch mit Oliver Glasner. Hier soll was aufgebaut werden mit einer jungen Truppe, mit einem neuen Trainer, neuer Sportvorstand. Irgendwie das hat mich begeistert, das hat mich überzeugt. Da will ich Teil von sein. Ich will mit der Eintracht hier und hoffentlich ihren geilen Fans durch Europa reisen. Also das zeigt dann natürlich auch, was für einen Stellenwert unsere Eintracht mittlerweile genießt. Ja, und ich glaube, die Freude ist auf jeden Fall groß und es kann nur einen Sieger geben heute und das ist Team Gelb. Man sieht's. Also die Truppe um Dejan Jovljic, Deni da Costa, Daic Kamada, Nils Stendera und Makoto Hasebe. Die hatten heute auf jeden Fall fleißig Zielwasser getrunken. Das sind schöne Bilder hier zum Abschluss dieser Trainingseinheit. Auch Oliver Glasner und Ronald Brunnenmeier scheinen zufrieden zu sein. Auch sie tragen ein Lächeln im Gesicht. Das ist bei Timothy Chandler sowieso festgefroren. Ich glaube, wenn der mal schlechte Laune hat, dann muss man sich das tatsächlich im Kalender markieren. Er ein ganz